Zusammen können wir es schaffen, diesem Landesverband wieder ein wenig mehr Leben einzuhauchen. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Also lasst uns anfangen. Vielen Dank. So, jetzt möchte ich alle drei Kandidaten bitten, auf die Bühne zu kommen und euch im Saal bitten, Fragen zu formulieren hier vorne am Mikro, falls ihr welche habt, an diese drei Kandidaten. Das Mikro ist offen. Leg los. Zwei Fragen, zunächst an Matthias. Ich war selbst im Landtagswahlkampf sehr aktiv in meiner Region und erinnere mich daran, dass eine Rückmeldung von einer Bürgerin war: Hört erst mal auf, euch zu streiten. Die weiteren Wahlen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die Bürger dieser Partei nicht zutrauen, nicht das Vertrauen haben, dass wir in Parlamenten erfolgreich und im Bürgersinne politische Arbeit leisten können. Und ich habe große Bedenken, dass dieses Vertrauen uns gegeben wird, wenn wir als Spaßpartei wahrgenommen werden. Und du hast den Humor sehr hervorgehoben als eine Art politische Agenda. Vielleicht kannst du das noch auflösen. Die zweite Frage geht an Andreas. Du warst ja und bist ja auch immer noch viele Jahre kommunalpolitisch aktiv. Kannst du einmal schildern aus deiner Sicht, wie kommunalpolitische Arbeit, vielleicht nicht nur von dir, sondern auch aus anderen Parlamenten, kommunalpolitischen Parlamenten, wenn du Informationen hast, wie diese Arbeit eigentlich wahrgenommen wird, sowohl innerhalb des Rates als auch nach außen bei den Bürgern? Ja, vielleicht sollten wir unterscheiden zwischen Humor und Albernheit. Humor ist für mich eine Lebenshaltung, die finde ich wichtig. Albernheit hat in der Politik nichts zu suchen und dafür stehe ich auch nicht. Ja, ich kann natürlich primär von unserer Arbeit in Delmenhorst berichten. Wir sind sehr akzeptiert im Rat, wir sind gesuchter Ansprechpartner. Immer dann, wenn Piraten pragmatische, ideologiefreie und sachorientierte Politik machen, sind sie vollkommen akzeptiert in den Räten. Und ich kann von uns sagen, wir reden mit allen Parteien, alle Parteien reden mit uns. Wer möchte, kann im Allriss in Delmenhorst auch die Liste der Anträge sehen, die wir gestellt haben und die zum größten Teil auch meistens einstimmig durch den Rat durchgegangen sind. Ich weiß, dass das in Braunschweig und Wolfsburg, wo wir noch Fraktionen haben, und in Göttingen ähnlich ist, dass wir tatsächlich nach anfänglichen, leichten, misstrauischen Beäugen inzwischen sehr gut in der Kommunalpolitik angekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir das in 2 Jahren in viel mehr Vertretungen noch zeigen könnten. Ich habe eine Frage an Matthias. Du hast zu Beginn deiner Rede uns und der Versammlung beide Mittelfinger gezeigt. Ist das A, deine Form des Humors oder deine Form der Wertschätzung an uns allen? Wenn, fände ich es blöd. Und zum Zweiten hast du deine Rede mit einem Witz beendet. Das sagt nicht allzu viel aus. Also mir bringt das gar nichts. Aber mir geht es um die Wertschätzung. Ist das deine Form der Wertschätzung uns gegenüber? Nein, aber ich möchte die Frage umfassend beantworten. Die von dir beiden erwähnten Teile der Rede sind sozusagen die Klammer dieser Rede. Ich bin jedes Mal gefragt worden, da allgemein bekannt ist, dass ich hier unter meinem eingetragenen Künstlernamen auftrete, wie ich denn wirklich heißen würde. Und diese Frage ist mir auf den Sack gegangen. Und darauf und nur darauf bezog sich diese Geste und der von dir erwähnte Schlusswitz. Ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Hallo, ich habe ja jetzt schon einige Wahlen bei den Piraten mitgemacht. Und ein zentrales Thema bei den ganzen Wahlen war immer die Materialversorgung, wenn es darum geht, Wahlkampf zu machen. Die Priorität der Vorstände war dabei immer sehr unterschiedlich gewichtet, ob das Thema wichtig war oder nicht wichtig war. Deswegen würde ich gerne von den Vorständen mal wissen, welche Priorität hat denn die Materialversorgung, sprich Plakate, die erstellt werden und so, für die einzelnen Vorstände, für die Kandidaten. Gut, dann fange ich an.
Ja, die Materialversorgung ist natürlich elementar. Jeder KV, jede Gliederung braucht Plakate, braucht Flyer, braucht Giveaways, um einen anständigen Wahlkampf zu machen. Was vor Ort gebraucht wird, sollten wir mit den Gliederungen vor Ort abstimmen. Und es wird auch mit mir kein Plakatdesign top-down geben, es wird höchstens Vorschläge geben. Und da kann sich natürlich jeder selber überlegen, ob er die annehmen möchte oder nicht oder Alternativen dazu einreichen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass die KVs auch unterstützt werden und auch finanziell unterstützt werden, damit sie ihre eigenen Bedürfnisse selber nachkommen können. Vielleicht noch eine Frage dazu. Eine zentrale Versorgung, also eine zentrale Bestellung und sowas, das wird dann alles angeboten. Das wurde bisher immer häufig delegiert. Und das fand ich immer relativ schade, dass der Vorstand das nur delegierte. Ich würde jetzt gerne sehen, dass da mehr auch der Vorstand sich selber mit einbringt. Also, um das nochmal ganz klar zu machen, an der Kommunalwahl 2016 hängt für mich ein Gutteil der Weiterarbeit, der politischen Weiterarbeit dieses Landesverbandes. Ja, wenn wir 2016 fett ablosen, dann können wir uns die Unterschriftsammlung zur Landtagswahl schenken. Ich sage das einfach so, wie es ist. So, und da gehört ganz selbstverständlich dazu, dass die Kreisverbände ihre Materialien bekommen. So, und wir haben ja vorhin gehört, wir haben dieses Mal vielleicht das Glück, dass wir mal ein bisschen Geld haben, wenn auch nicht viel. Bis jetzt ist das ja immer daran gescheitert, dass kein Geld zur Verfügung stand. Und wir haben, denke ich, jetzt in Hannover mit der vorläufigen Landesgeschäftsstelle, aber so viel ich weiß, gibt es auch nur eine Bewerbung, die Möglichkeit, da auch jetzt professioneller zu agieren. Ich denke auch, dass die Frage nach der Materialbeschaffung ein wenig zu kurz gegriffen ist. Es geht um eine komplette Logistik, die wir brauchen. Das ist wesentlich mehr als Materialbeschaffung. Und das ist in der Tat Kernaufgabe eines amtierenden Vorstandes. Weitere Fragen? Ja, die Frage geht an Florian, aber eigentlich an alle drei. Ich muss sagen, ich bin ausgesprochen wahlmüde, müde Vorstände zu wählen, sowohl als Bundes- als auch auf Landesebene. Ich würde ungern bald wieder wählen müssen. Deswegen zunächst an Florian dich die Frage, es gab ja offensichtliche Probleme in der Zusammenarbeit des Landesvorstandes, die ich im Detail nicht kenne, die ich im Detail auch gar nicht erfahren muss. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass hier eventuell so etwas wie ein strukturelles Problem ist. Vielleicht könntest du kurz darauf eingehen und dann ist die Frage an die anderen beiden auch, wie stellt ihr sicher, dass aus dem Landesvorstand nicht wieder Leute kurzfristig ausscheiden und wir wieder wählen müssen. Sicherstellen natürlich in Anführungszeichen. Also die Probleme im letzten Landesvorstand waren vielschichtig und sind garantiert hier nicht in aller Kürze zu beantworten. Es hatte zum Teil mit Richtungsstreit zu tun, es hatte aber auch zum Teil mit Arbeitsweise zu tun, wie manche Leute ein Vorstandsamt verstehen. Der eine sieht es als nettes Beiwerk und andere hängen sich da halt mit Vollzeit rein. Das kann aber jeder gerne selber interpretieren. Ich würde diese 2 Jahre, die wir ja jetzt potenziell haben, komplett durchziehen. Ich glaube, ich habe im letzten Landesvorstand gezeigt, dass ich auch in schwierigen Situationen den Kopf nicht einziehe und würde da durchziehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der gewissen Schwierigkeiten des letzten Landesvorstandes wollte ich